Kommen wir wieder zu einer besonderen Eisrezension, auch wenn jede besonders ist. Diese ist besonders, weil ich, nachdem ich dann vom Ben & Jerry mal auf Häagen-Dazs geschwenkt bin und jetzt auch dann zu, ich sag's mal, bekannten Eissorten Wannen für zu Hause, gab es eine Marke, die ich von Anfang an eigentlich haben wollte und mal testen wollte und rezensieren, bisher aber nie dazu gekommen bin. Und jetzt habe ich diese Marke und auch genau die Eissorte, die ich unbedingt mal testen wollte, auf die ich sehr gespannt bin, und zwar Landliebe Eiscreme Stracciatella. Warum gerade das, weiß ich nicht. Vielleicht aus Liebe zum Land. Nein, ich bin ein Stadtmensch. Sondern weil ich einfach diesen Klassiker Stracciatella sehr interessant finde. Und da auch einfach, weil ich hiervon wirklich erwarte, dass es schön, irgendwie hoffe ich, dass es so ist, dass ich hier so eine besondere Eisrezension. Und zwar diesmal Landliebe Eiscreme Stracciatella. Warum besondere Eisrezension? Ich habe mit Ben & Jerry angefangen, Videos zu machen, bin dann auf Häagen-Dazs übergesprungen, die auch mal zu testen, weil irgendwann hat man immer alle Ben & Jerrys abgefrühstückt. Und dann auch auf große Eispackungen wie Mövenpick oder Bruno Gelato, etwas, was ich vorher eigentlich nicht gemacht habe, weil dann ist man ja nur mit Eisessen beschäftigt, was ihr vermutlich auch momentan bemerkt, weil ich momentan echt sehr viel Eis esse. Von Anfang an wollte ich aber mal diese Sorte hier probieren, diese Marke Landliebe Eiscreme und dann auch gerade diese Sorte Stracciatella. Das gab es jetzt im Angebot und deswegen habe ich das hier und ihr seht, hört, seht, lest den Test. Und zwar Landliebe Eiscreme aus Milch und Sahne Stracciatella aus der guten Landliebe Milch und Sahne und feingehobenen Schurkenstückchen entsteht der besondere Landliebe Eisgenuss. Ja, dann. Ich hoffe, das sieht auch so schön aus. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Kakaosoße sogar 11%. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre wirklich nur Sahneeis mit Schokostücken. 6% Schokostücke ist nicht besonderlich viel, ehrlich gesagt. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Sonst haben wir drin entrahmte Milch, Sahne, Glukosesirup, also Sahne auch im Unterschied zu zum Beispiel Mövenpick oder Bruno Gelato, wo nur Vollmilch drin ist oder Milch. Hier ist auch Sahne drin. Zucker, entrahmte Milch, eingedickte entrahmte Milch, Entwertzucker, Kakaomasse, fettarmer Kakao, Dieglizerede, Guar-Kernmehl, Kakaobutter, natürliche Aromen. Okay. Aromen sind immer unschön, wenigstens sind es hier natürliche Aromen im Gegensatz zu Mövenpick-Eis, wo normale Aromen drin sind. Wir haben hier 390 Gramm zu 750 Milliliter, also fast die doppelte Menge Luft wieder wie Gewicht. Das ist bei Mövenpick genauso wie bei Cremissimo zum Beispiel. Mal sehen, also dann können wir sehr gespannt auf den Schmelz sein, gerade diese drei Sorten vergleichen. Dann haben wir hier die Nährwerte, die sind soweit okay, nicht zu hoch, aber auf jeden Fall höher als zum Beispiel bei Bruno Gelato, wo wir auf 190 kamen bei der Malaga-Sorte, oder Cremissimo kommen wir auch meistens auf 180, 190. Hier haben wir 260 pro 100 Gramm. Ben Jerry bringt es aber auch bis zu 320, von daher ist das hier noch Diät-Eis. So, ich werde es jetzt unboxen, erwartungsgemäß. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera. Aha, jetzt stellt sie scharf. Einhändig, Premiere, schöne Pappbox. Das finde ich schon mal schön, dass die aus Pappe ist. Das ist etwas natürlicher. Was ist das denn? Was ist das zur Hölle? Ein Sonnensegel? Was ist das? Na, jedenfalls sieht man hier das Eis. Das sieht schon mal unspektakulär aus. Jetzt haben wir hier noch so eine Folie. Was steht denn da drauf? Eigentlich das, was vorne drauf stand. Ach, das ist ein Bild. Okay. Ach so, das ist hier ein Bild auf der Folie. Na dann. So, hier haben wir jedenfalls das Eis. Es sieht schon mal gut nach Soße aus. Das gefällt mir. Ja, an sich optisch, aber sonst wenig beeindruckend. Aber dieser Soßenanteil sieht schon mal sehr spektakulär aus. Ich nehme was ab, lasse es antauen und melde mich dann wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Eis ist in die Schüssel abgefüllt. Ich habe jetzt mal die Hälfte der Packung rausgenommen. Was direkt auffiel, war, dass es eine sehr fluffige Konsistenz hat. Also einfach nur durch dieses Rausheben hat man das ganze Eis hier eingedrückt. Also man merkt schon, dass viel Luft drin ist. Optisch ist das Ganze hier eher so ein Mischmasch, so von Soße, Schokostücken und eben der Haupteismasse. Ja, okay. Wie gesagt, die Soße hätte ich nicht erwartet. Weiß ich auch nicht, warum die bei Stracciatella-Eis drin ist. Gehört da eigentlich nicht rein. Eigentlich nur Schokostücke. Nun gut. Ja.
Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie das ist. Aber so habe ich das eigentlich nicht ganz erwartet. Aber vielleicht ist ja trotzdem ganz lecker. Wenn die Soße gut ist, dann soll das recht sein. Aber ich finde, reines Stracciatella-Eis sollte nur Schokostücke sein, oder? Wie seht ihr das? Könnt ihr ja gerne einen Kommentar da lassen. Ich glaube, es wird unmöglich, nur die Hauptmasse rauszuprobieren. Von daher nehme ich jetzt hier einfach gleich mal so ein etwas angetautes und koste das mal. Oh, sehr sahnig. Toller Schmelz. Also der Schmelz, der war, glaube ich, wirklich gut. Also, was heißt, glaube ich? Nee, also der war gut. Ich muss jetzt hier direkt nochmal dran. Das schmeckte sehr vollmundig auf den ersten Eindruck. Ja, also ich kann deutlich Schokolade rauschmecken. Das ist schon mal ganz nett. Schokosplitter sind leider sehr winzig auf jeden Fall. Also sind nur so dünne Plättchen, keine dickeren Stücke. Das finde ich schade. Ich hätte schöner gefunden, wenn das richtig dicke, knackige Stücke wären. Das ist hier leider überhaupt nicht gegeben, sondern nur so dünne Splitter. Und dann dieses große Maß an Soße, die aber halt wirklich reichlich vorhanden ist. Man kann es hier wieder sehen. Also das sieht eigentlich soweit gut aus. Optisch ist das dann halt nett, aber wie gesagt, ich finde, Stücke wäre besser gewesen. Ich probiere nochmal. Ja, doch wirklich ein schöner Schmelz. Deutlich Schokoladengeschmack auch. Es schmeckt sahniger, reichhaltiger als Cremissimo-Eis oder Mövenpick, was vermutlich halt daran liegt, dass eben Sahne drin ist. Wie gesagt, Schokosplitter kann man so kaum schmecken, weil die so klein sind, sofort zerschmelzen. Nichts zu beißen, das ist schade. Ich werde mich hier ein bisschen, ich sage jetzt mal, durcharbeiten, melde mich gleich nochmal wieder. So geschmacklich, auf jeden Fall schon mal ganz gut. Nur von der Aufmachung eben, nicht ganz so, wie ich gedacht habe, aber geschmacklich nicht schlecht. Also bis gleich. Sollte mich nochmal wieder melden, weil hier, wenn man wirklich so ein gut angestautes Stück hat, wo zum Beispiel das Eis die Schüssel berührt hat, ist es wirklich unverhältnismäßig super cremig. Das ist ganz toll. Man kann richtig fast im Mund schmecken, wie so die Luft da rausweicht. Also wirklich ein schöner Schmelz. Nicht ganz so stark wie bei Cremissimo. Dafür schmeckt es reichhaltiger, weniger luftig. Es ist zwar gleich viel Luft drin, aber durch die Sahne ist es einfach luftiger, ist es einfach sahniger, reichhaltiger. Also echt nicht schlecht. Also auf jeden Fall definitiv antauen lassen, das muss sein. Oder halt diese Kontaktstellen zum Rand nehmen. Ja, ich werde mich durcharbeiten. Vielleicht melde ich mich auch gleich mit dem Fazit wieder direkt. Aber so ist das wirklich schon mal. Also von der Konsistenz ist das schön. Vom Geschmack ist nicht schlecht. Muss ich jetzt nur noch zeigen, ob der Geschmack beibehalten werden kann. Und ja, wie gesagt, etwas Kritik wegen dem mehr oder weniger nur Gemischmasch hier ist aber auch angebracht. Aber, übrigens 2,22 € im Angebot oder sonst 2 Euro. Regulär kostet es 3 Euro. Für den Preis ist es auf jeden Fall schon mal empfehlenswert. Das kann ich sagen. Also so viel stimmt schon mal. Also bis gleich. Euch nicht vorenthalten will, ist, wie man schön sieht, dass die Soße durch das Eis gezogen ist und dann hat man eben halt als zweiten Teil die Schokosplitter. Hier kann man es richtig schön als Kontrast sehen und durch das darin wühlen wird dann alles zu so einer Masse wie hier. So, ne, so Schoko vermischt. Ich möchte mich auch mit meinem Fazit melden und zwar ist das ein geschmacklich gutes Eis, definitiv. Vom Aussehen her, beim Unboxen war es jetzt nicht so spektakulär, das war ziemlich langweilig. Schön ist, dass viel Soße drin ist, wenn man die Soße mag, wenn man Soße drin haben möchte. Ich finde halt, es gehört bei Stracciatella nicht dazu, dass Soße drin ist, sondern hätte einfach nur dieses Sahneeis gehabt und dazu dickere Schokoladenstücke, nicht so kleine dünne Blättchen, sondern dickere Stücke. Das hätte ich schöner gefunden, dafür mehr und keine Soße. Trotzdem schmeckt es, ist es geschmacklich gut. Für einen Preis von 2 Euro oder auch 3 Euro für wenn es nicht im Angebot ist, ist das Eis in Ordnung. Für den Angebotspreis ist es sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Also schmeckt mir wirklich gut. Es ist sahnig, es ist reichhaltiger, trotzdem luftig. Kommt vom Schmelz nicht ganz an Cremissimo ran, aber
Es ist auch wiederum eine Klasse für sich. Trotzdem sehr guter Schmelz, schöner Sahnegeschmack, nicht zu süß, aber halt alles auch sehr. Also man sollte jetzt nicht Sahneeis erwarten mit ein bisschen Schokolade, sondern das Ganze schmeckt schon sehr schokoladig. Aufgrund der Tatsache, dass überall Soße durchgezogen ist, ist es mehr so eine Art Schokoladeneis, fast schon statt Sahneeis mit Schokolade, sondern ja, aber trotzdem sehr lecker, antauen lassen auf jeden Fall auch. Und ja, mir gefällt's. Also ich gebe dem geschmacklich ein Gut. Insgesamt aufgrund der Tatsache, dass eben Soße drin ist und so weiter, das finde ich eben nicht ganz so schön. Eine 2 minus, aber geschmacklich auf jeden Fall gut, beziehungsweise ja 3 plus eher sogar, weil das mit der Soße ärgert mich echt ein bisschen. Und die Stücke sind zu klein, also eine 3 sogar eher, aber geschmacklich eine 2, aber aufgrund der nicht ganz so erwarteten Stracciatella-Art nur eine 3, aber geschmacklich besser. Ich danke euch fürs Zusehen und ihr werdet dann hier mal noch weiter schlabbern. Bis demnächst. Danke fürs Zusehen und Tschüsschen. Und vergesst nicht, mein Video zu liken, meinen Blog zu liken, foodlove.wordpress.com, Love mit LOAF geschrieben. Und da wäre ich euch sehr dankbar für. Auch bei Facebook liken wäre sehr nett. Ich danke euch und da heißt übrigens auch Foodlove. LOAF. Okay. Danke. Ich muss ja mal ein bisschen Werbung für mich machen, ne? Also für meine Seite. Wohl bemerkt, ich habe keine Werbung auf meiner Seite. Ich verdiene damit nichts. Ich will nur viele Fans haben. Das ist alles, was ich will. Und da müsst ihr mir bei helfen. Also, danke, bis dahin. Tschüss.